Wenn du auf Knopfdruck in einer Besprechungseinladung den nächsten freien Termin finden willst und darüber hinaus noch ganz viele Zusammenhänge und Hintergründe von Besprechungseinladungen und Besprechungsplanung verstehen willst, dann ist das richtige Video für dich. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der Organisationsseite also eine Besprechungseinladung erstellen könnt und wie ihr auf der Empfängerseite dann auf diese Einladung reagieren könnt. Und am Schluss geht es nochmal um die Organisationsseite, also um die Frage, wie könnt ihr nachträglich Besprechungen anpassen, verändern und zum Schluss auch absagen. Dieses Video ist die Grundlage für weitere Videos rund um Teams-Besprechungen, Serienausnahmen und weitere Einstellungen, die ihr als Empfänger und Sender von Besprechungseinladungen machen könnt. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert doch gleich den Kanal und schaltet die Glocke ein, damit ihr keins dieser Videos verpasst. Wenn ihr also nun zu einer Besprechung einladen wollt, dann wählt ihr hier oben neuer Termin oder neue Besprechung. Das ist letztendlich egal. Ich nehme jetzt mal neue Besprechung. Könnt dann zum Beispiel hier einen Titel eingeben und dann könnt ihr, die Reihenfolge ist jetzt egal, weitere Informationen eingeben oder die Personen auswählen. Ich gehe jetzt mal mit der Personenauswahl weiter und zwar gehe ich dazu in den Terminplanungsassistenten und im Terminplanungsassistenten habe ich jetzt die Möglichkeit über Teilnehmer hinzufügen, einen Teilnehmer oder auch mehrere Teilnehmer auszuwählen und dann mit OK zu bestätigen. Und dann sehe ich von diesen neuen Teilnehmern bestimmte Informationen, wie zum Beispiel, ob die gebucht sind oder ob die außer Haus sind. Da habt ihr hier links unten die Legende. Allerdings seht ihr das natürlich nur, wenn derjenige diese Daten freigegeben hat. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht zu den Zugriffsrechten. Und wenn derjenige seinen Kalender entsprechend pflegt. Aber wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, dann könnt ihr auf diesem Weg sehr gut Besprechungen planen. Ihr geht als nächstes so vor, dass ihr überlegt, wie lange am Stück soll diese Besprechung sein. Ich mache jetzt die Besprechung mal für 3 Stunden. Ich kann das hier über die Schieberegler einstellen. Ich könnte das auch hier einstellen. Also es soll frühestens am 9.11. von 8 bis 11 Uhr sein. Und jetzt gibt es hier einen Knopf, der heißt Autoauswahl. Und hier kann ich jetzt entscheiden, wer soll alles teilnehmen an dieser Besprechung, beziehungsweise wer soll alles für die Terminfindung berücksichtigt werden. Und dann nehme ich jetzt mal die erforderlichen Teilnehmer. Das wäre jetzt ich selber und der Arno Burger, also erforderliche Teilnehmer. Und dann seht ihr, springt Outlook an eine Stelle, wo Outlook sagt, da ist ein freier Zeitraum. Und manchmal ist es so, wie ihr es jetzt gerade seht, dass er etwas markiert, wo man sich denkt, wieso eigentlich das? Da ist doch was belegt. Das hat unter Umständen was mit der Verfügbarkeit aktualisieren zu tun. Es ist immer gut, bevor man die Autoauswahl durchführt, auf Verfügbarkeit aktualisieren zu gehen und dann Autoauswahl erforderliche Teilnehmer. Und dann sollte Outlook euch den nächsten passenden Termin anzeigen, an dem alle erforderlichen Teilnehmer Zeit haben. Und wenn ihr jetzt einen Raum dazu braucht, dann klickt ihr jetzt noch hier auf Raumsuche und dann seht ihr, welche Räume es gibt. Und hier seht ihr, das Filmstudio YouTube ist nicht verfügbar an dem Tag, aber das Filmstudio für die Aufnahmen, das ist verfügbar. Dann könnt ihr das hier anklicken, es wird mit aufgenommen und ihr seht, okay, diesen Raum kann ich jetzt noch mitbuchen. Und wenn ihr soweit alles fertig habt, dann geht ihr wieder zurück in Besprechung, könnt hier die restlichen Dinge festlegen und habt die Möglichkeit, dann diese Einladung zu verschicken. Ich gehe nochmal in den Terminplanungsassistenten zurück. Ich möchte nämlich noch eine weitere Person einladen, die nicht in meiner Exchange-Organisation arbeitet und die füge ich jetzt mal hier noch mit ein. Und für die habe ich natürlich jetzt keine Informationen, wann die Zeit hat. Mit der müsste ich jetzt vorher telefonieren, aber die möchte ich hier noch mit aufnehmen. Ich möchte euch das nur deshalb zeigen, weil ihr hier unten jetzt seht, über diese Person gibt es keine Informationen an dieser Stelle.
Was manchmal noch relevant ist, ist die Frage hier in den Optionen, ob nur Arbeitsstunden angezeigt werden sollen. Das heißt also, in meinem Fall wäre das 8 bis 17 Uhr. Wenn ich da nichts finde, könnte ich auch hergehen und könnte sagen, ich möchte nicht die Arbeitsstunden angezeigt haben, aber meistens lohnt sich das nicht. Ich gehe wieder zurück in die Besprechung. Die Besprechungseinladung ist fertig und ich klicke jetzt auf Senden. Outlook sagt mir jetzt noch, dass hier keine Ortsangabe mit dabei ist. Das heißt, hier steht kein Ort drin. Da wäre es natürlich schön, wenn da jetzt der Besprechungsort schon mit drin stehen würde, also im Prinzip hier diese Ressource. Und je nachdem, wie ihr die Ressource hinzufügt, ich gehe mal auf Nicht senden, kann das sein, dass es automatisch mit drin steht, wenn man nämlich zum Beispiel auf Räume hinzufügen geht und hier einen Raum hinzufügt, mit OK bestätigt und dann auf Besprechung geht, dann seht ihr, dann wird das hier mit aufgenommen. Jetzt habe ich natürlich das hier zweimal drin, das macht keinen Sinn. Also leider gibt es hier kein, egal auf welchem Weg ich die Ressource hinzufüge, sie wird immer an den Ort mit aufgenommen. In meinem Fall würde ich jetzt hergehen und würde jetzt hier nachträglich noch diesen Eintrag für die Ressource hier rausnehmen. Am einfachsten könnt ihr das machen, indem ihr sie direkt anklickt und wenn sie markiert ist, die Entfernen-Taste drückt. Wenn ich jetzt wieder in Besprechung gehe, dann habe ich die richtigen Empfänger, ich habe den Ort und kann jetzt die Besprechung abschicken. Noch eine Kleinigkeit, bevor ich sie wirklich abschicke. Optional ist eine Information für den Empfänger, dass er freier ist im Entscheiden, ob er dabei sein will oder nicht. Es ist keine Möglichkeit, sozusagen in CC jemandem die Information zu schicken, dass da eine Besprechung ist. Diese Möglichkeit gibt es leider in Outlook nicht. So, und jetzt schicke ich aber wirklich die Einladung weg. Der Eingeladene bekommt die E-Mail nun in seinen Posteingang, kann die von hier aus aufmachen und hat jetzt die Möglichkeit, hier anzunehmen, abzulehnen und so weiter. Aber bevor er das tut, wäre es sinnvoll, erstmal hier den Kalender zu öffnen und im Kalender zu schauen, okay, das ist also hier die Einladung, an dem Tag habe ich sonst nichts, vielleicht lasse ich mir auch noch die Arbeitswoche anzeigen und dann entscheide ich, ob ich an dieser Besprechung teilnehmen möchte oder nicht. Das heißt, ich schließe meinen Kalender wieder und kann jetzt hier zum Beispiel annehmen. Und beim Annehmen habe ich die Möglichkeit, die Antwort vor dem Senden zu bearbeiten. Das heißt, ich kann dem anderen noch einen Text dazu schreiben, sofort zu senden oder auch keine Antwort zu senden. Es gibt selten Situationen, wo das ganz hilfreich sein kann, keine Antwort zu senden. Im Normalfall führt es eher zu Verwirrung. Ich habe das schon erlebt, dass Leute dann sagen, ich habe gar keine Antwort von demjenigen bekommen und der hat es aber bei sich im Kalender stehen und erinnert sich vielleicht nicht mehr, dass er auf keine Antwort geklickt hat. Also das solltet ihr nur sehr bewusst tun und diese Unterschiede, die gibt es natürlich jetzt hier auch beim mit Vorbehalt zusagen und ablehnen. Und weil der Besprechungsorganisator vielleicht gar nicht bewusst, aber als Standard eingestellt hat, dass ich als Empfänger auch andere Zeiten vorschlagen kann, ist das hier möglich. Und er hat auch eine Antwort angefordert, deshalb finde ich diese Schaltflächen. Wie ihr sowas ausschaltet, das zeige ich euch dann in anderen Videos. Jetzt sage ich also hier erstmal zu und ich gehe einfach auf Antwort jetzt senden. Damit wird die Antwort verschickt und aus meinem Posteingang als Empfänger wird diese E-Mail rausgelöscht. Wenn ich jetzt sehen möchte, wo das bei mir im Kalender steht, dann muss ich in den Kalender wechseln und ich sollte in diesem Fall noch wissen, dass das irgendwann hier, wann war das? Am 24. November, glaube ich, und da steht jetzt diese Besprechungseinladung, die ich beantwortet habe, drin. So, ich wechsle jetzt wieder auf die Organisatorseite. Beim Organisator im Posteingang ist jetzt also einmal die Zusage von dem Besprechungsraum, die automatisiert verschickt wird, angekommen. Und die kann man sich hier anschauen, wenn man möchte. Und ich habe auch noch die Zusage von diesem externen Teilnehmer bekommen, die ich hier anschauen kann. Wenn ich jetzt einen Überblick über die ganze Besprechung haben will, dann bringen mir natürlich diese Einzel-E-Mails nichts. Die Übersicht über meine Besprechung bekomme ich im Kalender.
Ich gehe zu dem Tag, an dem die Besprechung ist, rufe die Besprechung hier auf und habe jetzt ein Menüband, das heißt Nachverfolgen, in dem ich jetzt sehen kann, wen hatte ich eingeladen und wie haben die Leute geantwortet. Und hier gibt es eine Besonderheit, die manchmal hilfreich sein kann. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand, ein Kollege gesagt hat, du, ich finde die Einladung nicht mehr, aber ich komme da, dann könnte ich dem die Einladung nochmal schicken. Ich kann aber auch hier direkt sagen, der hat zugesagt. Also ich kann manuell als Organisator diese Einstellung auch verändern und kann in meine Besprechung zurückgehen. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt Anpassungen mache an der Besprechung, zum Beispiel neue Personen aufnehme, also ich nehme jetzt hier, sagen wir mal, noch den Finn Burger mit auf. Was passiert denn dann eigentlich, wenn ich jetzt diese Einladung verschicke? Gehe auf Update senden und jetzt ganz wichtig, bekomme ich die Abfrage, möchte ich das jetzt an alle schicken oder möchte ich das nur an die hinzugefügten oder gelöschten Teilnehmer senden? Das ist eine super Möglichkeit, dass nicht immer alle Aktualisierungen bekommen müssen. Leider geht das nicht für alles, es geht primär für die gelöschten und geänderten Teilnehmer, aber so kann ich hier also gezielt auswählen. Ich breche das noch ab. Ich kann auch den Beginn und das Ende verändern. Ich kann noch Text hinzuschreiben und dann ein Update senden. Häufig erkennen die Empfänger nicht genau, was ich geändert habe. Deshalb empfehle ich euch, das hier in den Text noch mit dazu zu schreiben. Wenn ihr dann aus irgendeinem Grund die Besprechung gar nicht mehr durchführen wollt, weil sie nicht stattfinden wird, dann könnt ihr hier auf Besprechung absagen klicken. Das hat den Vorteil für die Teilnehmer, sie bekommen dann eine Mail mit der Absage und können einfach durch Anklicken den Termin aus ihrem Kalender löschen und müssen nicht erst suchen, wo der ist. Soweit, so gut für heute. In den zukünftigen Videos seht ihr dann noch mehr über Teams-Einladungen, über weitere Einstellungen beim Besprechungsorganisator und beim Empfänger von Besprechungseinladungen, die es auf beiden Seiten dann leichter machen. Über Serieneinstellungen, Serienausnahmen und auch über die Umsetzung von Notizen, also in Notizbüchern von OneNote, das Protokollieren zu einer Besprechung, wo wir übrigens in Outlook nicht die Möglichkeit haben, Besprechungen freizugeben, auch wenn das beim Anklicken der entsprechenden Befehle manchmal so aussieht. Also die weiteren Videos dann mit diesen Details. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und empfiehl das Video weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.